Ja, vielen Dank, Frau Dr. Niggemann. Vielen Dank auch, Paul, für die Einladung und dafür, dass ich hier sein darf. Für mich ist das heute ein Auswärtsspiel und auch eine Premiere, weil ich tatsächlich nicht aus der Szene komme. Ich habe eben überlegt, wie man die Szene wohl nennt. Ist es die Archivszene oder die Kulturerbeszene oder die... Oder gibt's, oder würden Sie sich gegen den Begriff Szene verwahren wollen? Ja, also noch kurz zu meiner Person. Ich bin tatsächlich im Innenministerium und ich war auch zuständig für Datenschutz und habe teilgenommen an den Verhandlungen zur Datenschutzgrundverordnung auf Seiten der Bundesregierung. Ja. Habe die leidvolle Erfahrung gemacht, auch bei den Ratsverhandlungen und bei den Trilogverhandlungen dann eben mittelbar dabei sein zu dürfen. Und seitdem hat mich das Datenschutzrecht so ein bisschen gefesselt. Ich bin mittlerweile nicht mehr zuständig und bin, das muss ich jetzt noch machen, bin auch rein privat hier und eben nicht als Vertreter des Innenministeriums. Genau. Deswegen darf ich auch den leicht datenschutzkritischen Unterton hier in Anspruchnahme meiner Meinungsfreiheit machen. Ich werde mich allerdings an das beamtenrechtliche Mäßigungsgebot zu halten versuchen. Und das muss ich auch deswegen sagen, weil der Datenschutz tatsächlich eine hochideologische Materie ist, die zu fast religionsähnlichen Auseinandersetzungen, zumindest in Deutschland, immer wieder führt. Ich habe hier mal die radikaleren Wertungen aufgeschrieben. Also von der einen Seite wird die Datenschutzgrundverordnung gefeiert als der neue Gold- oder Weltstandard. Und die EU wird als das Vertrauenszentrum der Welt bezeichnet, von Protagonisten der Europäischen Kommission vor allem, aber auch von Vertretern, die im Europäischen Parlament die Datenschutzgrundverordnung stark vorangetrieben haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch kritische Wertungen, die die Datenschutzgrundverordnung als Monster bezeichnen oder aber auch eine digitale Konterrevolution wähnen. Das sieht jetzt ein bisschen so aus, als gäbe es diese Auseinandersetzung zwischen den beiden Polen tatsächlich. In Wahrheit ist aber der untere Teil, findet fast nur in der Fachöffentlichkeit statt und dort sind die Vertreter, die diese scharfe Kritik üben, auch eher Heretiker. Also Grundsatzkritik am Datenschutzrecht zu üben in Deutschland ist fast nicht erlaubt. Entsprechend auch solche Aussagen wie, dass die Datenschutzgrundverordnung wie eine Kathedrale sei. Ich möchte, auch wenn der Titel des Vortrags Recht auf Vergessen und Informationsminimierung ist, auf einige Grundprinzipien des Datenschutzrechts eingehen, die allesamt aus meiner Sicht dem Archivinteresse entgegenstehen. Zunächst der One-Size-Fits-All-Ansatz der Datenschutzgrundverordnung ist einfach erklärt. In dem Moment, in dem Sie personenbezogene Daten verarbeiten, gilt die Datenschutzgrundverordnung als Ganzes für Sie. Das bedeutet, die großen Unternehmen, Amazon, Facebook und Google sowieso, sofern Sie Daten in Europa verarbeiten, aber auch kleine Unternehmen und Mittelständler und Einzelunternehmer, genauso wie öffentliche Behörden, aber auch wie Start-ups, Sportvereine und Hobbyfotografen und für jeden Einzelnen, der ein Datum im Internet veröffentlicht, gilt die Datenschutzgrundverordnung weitgehend komplett. Natürlich gibt es einzelne Pflichten, die nur für große Datenverarbeiter gelten, andere Pflichten, die nur für besonders risikoreiche Datenverarbeitungen gelten, aber im Großen und Ganzen gilt dieser Rechtsakt, 99 Artikel, für alle, die personenbezogene Daten verarbeiten. Und das bedeutet insbesondere eben auch für öffentliche Archive, für private Archive, für Firmenarchive und für alles, was mit dem Zweck des Aufhebens von personenbezogenen Daten zu tun hat. Dann verfolgt die Datenschutzgrundverordnung den All-or-Nothing-Ansatz. In dem Moment, in dem ein personenbezogenes Datum vorliegt, gilt die Datenschutzgrundverordnung mit aller Konsequenz.
Und ein personenbezogenes Datum ist immer dann zu bejahen, wenn Sie eine Information haben, aus der man Rückschlüsse ziehen kann auf eine einzelne Person. Der Name natürlich, die Adresse natürlich, aber auch die IP-Adresse, umstritten, aber wahrscheinlich ja, unter den meisten Voraussetzungen, aber sogar das Bremsverhalten eines Autos. Weil Sie am Bremsverhalten eines Autos in Zusammenhang mit dem Kfz-Kennzeichen ablesen können, wer es gefahren hat. Und dieser All-or-Nothing-Ansatz führt dazu, dass eben auch wiederum jetzt für uns hier von Interesse jeder Archivierungszweck, die Verarbeitung zu einem Archivierungszweck dazu führt, dass das volle Rechtsregime der Datenschutzgrundverordnung gilt. Und zwar unabhängig vom Risiko für den Betroffenen, unabhängig von den Rahmenbedingungen, unabhängig davon, ob es einen Gemeinwohlnutzen gibt oder nicht. Grundsätzlich, natürlich mit Ausnahmen immer, das muss man dazu sagen. So, aber jetzt gibt es in der Datenschutzgrundverordnung eine entscheidende Privilegierung für die Datenverarbeitung für vier verschiedene Zwecke. Und einer davon ist die Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse für Zwecke der Archivierung. Dann auch noch für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke und für statistische Zwecke. Und da will ich dann später noch etwas genauer darauf eingehen, das ist natürlich eine relativ weitgehende Privilegierung, die sich an vielen verschiedenen Regelungen festmachen lässt. Insgesamt, und deswegen war ich auch sehr dankbar für den Titel dieses Blogs, im Spinnennetz der Rechtsordnungen. Insgesamt kann man das, was mit dem Datenschutzrecht in den letzten Jahrzehnten passiert ist, schon als Hypertrophie bezeichnen. Da haben wir so ein schönes Spinnennetz. Das sind die 68 Pflichten, die die Datenschutzgrundverordnung jedem Datenverarbeiter auferlegt, je nach Zählweise. Natürlich kann man auch Pflichtengruppen zusammenführen und dann hat man vielleicht nur 50 Pflichten oder auch nur 40, aber jedenfalls alle Pflichten zusammengenommen sind hier, ohne dass man das lesen könnte, jetzt in einem Spinnennetz mal von mir zusammengefügt worden. Und ein früherer Datenschutzbeauftragter und Innenminister von Schleswig-Holstein, Hans-Peter Bull, hat dafür den Begriff der Hypertrophie verwendet, entlehnt eben aus dem Medizinbereich. Diese Pflichten gibt es schon länger, aber sie sind eben immer weiter ausdifferenziert worden und es sind neue Pflichten jetzt hinzugefügt worden in der Datenschutzgrundverordnung und am Ende kommt man dann eben bei einem solchen Sammelsurium von Pflichten raus, was natürlich dazu führt, dass jeder der einzelne Datenverarbeiter einen erheblichen Aufwand, bürokratischen Aufwand hat, wenn er denn eben Daten verarbeiten will. Es gibt dann noch das Verbotsprinzip, das dem Datenschutz in Deutschland seit Jahrzehnten, in Europa jetzt auch zugrunde liegt. Sie brauchen eine Rechtsgrundlage, einen Erlaubnistatbestand, wenn Sie personenbezogene Daten verarbeiten wollen. Das ist der sogenannte Rights-Based Approach, der in der EU herrscht. Das Gegenstück, da haben wir in den USA den Harm-Based Approach. Harm-Based Approach bedeutet erstmal, die Daten können frei fließen, egal ob sie personenbezogen sind oder nicht. Und erst wenn ein Schaden entsteht, also wenn ich das Persönlichkeitsrecht einer Person beschädige, erst dann greifen Sanktionen ein, also zum Beispiel Schadensersatzansprüche. Und in den USA besteht eben die Hoffnung, dass Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, schon deshalb, weil sie fürchten, die Schadensersatzforderungen, aber auch den Reputationsverlust, dass sie deshalb sich so verhalten, dass kein Schaden entsteht. Wir in Europa haben alles gesetzlich geregelt und haben eben diese besagten 68 Präventivpflichten ins Gesetz reingeschrieben, die jeder Datenverarbeiter erstmal erfüllen muss, bevor er überhaupt mit der Datenverarbeitung loslegen kann.
Ja, und an diesem Verbotsprinzip macht sich natürlich auch vielfältige Kritik fest. In dem Moment, in dem man, also das Verbotsprinzip kommt aus dem Staat-Bürger-Verhältnis, Volkszählungsurteil 1983, da wurde, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wenn der Staat Daten verarbeitet, dann darf er das nur auf gesetzlicher Grundlage und jeder soll wissen, wer was wann über ihn weiß. Wenn man das aber auf das Verhältnis zwischen Bürger und Bürger überträgt, was dann eben geschehen ist im Datenschutzrecht, dann führt das zu einer Verrechtlichung alltäglicher Prozesse. Und im Ergebnis muss man dann eben sagen, dass das gesamte Datenschutzrecht von Furcht vor Datenmissbrauch durchzogen ist. Sonst brauchten wir ja diese ganzen Präventivpflichten nicht. Man kann schon sagen, dass, aber das ist in Deutschland eine Mindermeinung, das muss ich dazu sagen, dass das Datenschutzrecht verarbeitungsfeindlich ist und dass es die Tendenz hat, dem Einzelnen eben zu sagen, eigentlich ist das, was du hier machst, gesellschaftlich unerwünscht. Eigentlich ist die Verarbeitung von einem personenbezogenen Datum so gefährlich, eigentlich solltest du es lieber bleiben lassen. Wenn du es aber doch machst, dann musst du eben diese ganzen Pflichten erfüllen. Und diese Grundhaltung, die hinter dem Datenschutzrecht steht, ist Furcht vor Missbrauch. Natürlich kann ich, wenn ich die Adresse von jemandem habe, bei ihm einbrechen. Aber ich kann auch, wenn ich den Schlüssel von jemandem habe, einbrechen oder es sein lassen. Also jedenfalls führt diese, wie hat es von Lewinsky hat es genannt, eine Vorfeldschutzkaskade. Also ganz viele Pflichten, die im Vorfeld erfüllt sein müssen, bevor überhaupt bevor man überhaupt mit der Datenverarbeitung beginnen kann. So, und das hat Auswirkungen für alle möglichen Lebensbereiche. Wie ich gesagt habe, gilt das Datenschutzrecht für die Verarbeitung personenbezogener Daten in allen Lebensbereichen, also auch in der Kommunikation. Und wenn wir im Internet kommunizieren, gilt das Datenschutzrecht. Das heißt, wenn ich mich auf Instagram oder Facebook mit jemandem unterhalte, dann gilt grundsätzlich das Datenschutzrecht und ich müsste an sich die ganzen Pflichten erfüllen, die ich da vorhin eben gezeigt habe, wurde aber vom Normgeber nicht wirklich durchdacht, wird auch nicht angewendet. In dieser Sekunde passieren milliardenfach Datenschutzverletzungen durch Menschen, die Fotos auf Instagram hochladen. Aber das Datenschutzrecht wird verletzt, es wird allerdings nicht sanktioniert, weil auch kein Kläger in diesem Fall da ist. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, wie lange habe ich noch? 5 Minuten. Das hat negative Konsequenzen für die Kommunikationsfreiheiten. Und es wirkt sich eben auch aus auf dem, was unter dem Schlagwort Recht auf Vergessen durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs vor einigen Jahren in Bezug auf Suchmaschinenbetreiber, also in Bezug auf Google im konkreten Fall, entschieden wurde. Sie kennen die Auseinandersetzung wahrscheinlich, das brauche ich nicht mehr länger auszuführen. Es müssen auf Antrag personenbezogene Daten, die im Netz indexiert werden durch Google, deindexiert werden. Sie müssen unauffindbar gemacht werden, unter bestimmten Voraussetzungen. Und an dieses Recht auf Vergessen knüpfen sich viele Folgefragen, die jetzt auch aktuell noch Gegenstand der Rechtsprechung sind. Zum einen stellt sich die Frage, ob Google verpflichtet ist, weltweit zu löschen, also ob Suchtreffer mit entsprechenden personenbezogenen Daten nicht nur in Europa deindiziert, sondern auch weltweit deindiziert werden sollen. Es gibt auch, Google löscht natürlich nicht, sondern
verändert nur die Datenverarbeitung so, dass man Suchtreffer nicht mehr finden kann, sodass es auch den Begriff der Erpressungsdatenbank gibt, der natürlich bei Google entstanden ist in diesem Fall. Google ist nämlich der Einzige, der weiß, welche 5 Millionen Treffer im Augenblick nicht angezeigt werden. Und viele weitere kritische Fragen, die sich aber eben auch auf Archive beziehen. Ein Fall liegt vor dem Bundesverfassungsgericht jetzt, der Fall Polonia. Da geht es um einen Straftäter, der im Jahr 1981, glaube ich, im Spiegel namentlich erwähnt wurde und der jetzt erreichen möchte, dass im Medienarchiv des Spiegels dieser Name gelöscht wird. Und dann gibt es, und das ist natürlich das Prinzip, was dem Archivinteresse am meisten entgegensteht, eigentlich diametral entgegensteht, den Grundsatz der Datenminimierung, der ausdrücklich in der Datenschutzgrundverordnung drinsteht und der auch dieser Grundhaltung entspricht, dass eigentlich Datenverarbeitung böse ist. Der Grundsatz der Datenminimierung besagt, personenbezogene Daten müssen dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Und dann gibt es auch noch den Grundsatz der Speicherbegrenzung. Dieser Grundsatz gilt für alle Datenverarbeitungen, allerdings, und da komme ich jetzt zu den verschiedenen Sonderregelungen für Archivzwecke, allerdings sind Archivierungszwecke oder Archivzwecke in vielfältiger Weise in der Datenschutzgrundverordnung privilegiert. Insbesondere, wenn es um den Grundsatz der Zweckbindung geht. Daten dürfen nach dem Datenschutzrecht immer nur zu einem Zweck vereinbart verarbeitet werden, den ich vorher festgelegt habe. Und an diesen Zweck muss ich mich dann auch halten. Wenn ich aber jetzt Daten aus einem bestimmten Kontext herausnehme und sie schlicht und ergreifend archivieren will, dann wird dieser Verarbeitungsschritt als ein zweiter Verarbeitungsschritt mit Archivzwecken angesehen. Und deswegen ist das eine Zweckänderung. Und jede Zweckänderung ist rechtfertigungsbedürftig, ist legitimationsbedürftig. Und da hat die Datenschutzgrundverordnung eine Ausnahme gemacht für wissenschaftliche Zwecke, aber eben auch für Archivzwecke, die im öffentlichen Interesse liegen. Allerdings gibt es eben diese Einschränkung, ich brauche das öffentliche Interesse. Und das muss ich eben immer belegen können. Und das ist bei Unternehmensarchiven und Privatarchiven möglicherweise nicht so einfach. Und es gilt eben auch nur für die Archivierung selbst. Für die Veröffentlichung, für das Zugänglichmachen und für die Übermittlung an Dritte brauche ich an sich wieder eine neue Rechtsgrundlage. Alle diese Begriffe, die in der Datenschutzgrundverordnung stehen, hier Verarbeitung im öffentlichen Interesse, Archivzwecke und so weiter, sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die noch nicht wirklich von der Rechtsprechung aus geformt sind. Das heißt, man kann vielleicht mit kreativem Eifer dieses eine Tatbestandsmerkmal zum Beispiel auch so auslegen, dass eine Veröffentlichung noch mit erfasst würde. Man muss sich dann allerdings gewahr sein, dass man die ganze Datenschutzszene natürlich gegen sich hat. Ich empfehle, da ich das jetzt nicht weiter ausführen kann, mal durch die Datenschutzgrundverordnung mit der Suchfunktion zu gehen und einfach Archiv einzugeben. Es gibt vor allem in den Erwägungsgründen viele kleine Sonderregelungen, die für die Juristen ein gefundenes Fressen sind, weil sie dann bei den ganzen Auslegungsfragen, bei den Streitigkeiten, die sich in der Zukunft stellen werden, Material bieten. Und die sind teilweise sehr archivierungsfreundlich. Und also zum Beispiel heißt es da an einer Stelle, dass gesetzliche Beschränkungen des Datenschutzrechts zugunsten der Weiterverarbeitung auch im Zusammenhang mit dem politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Regimen begünstigt sein soll oder von den Mitgliedstaaten begünstigt werden darf. Und solche Sonderregelungen bzw. solche Auslegungshilfen bieten die Erwägungsgründe, sind allerdings nicht verbindlich. Ja, eine Sache noch, letzter Satz, das habe ich noch vergessen. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist, das Datenschutzrecht gilt nur für lebende Personen und es gibt zwar einen postmortalen Persönlichkeitsschutz, aber dem Moment, in dem eine Person verstorben ist,
gilt das ganze Pflichtenregime der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr. Und das ist natürlich dann schon eine Erleichterung für ein Archiv, das auch personenbezogene Daten enthält. Vielen Dank. Applaus